dann Donner und dann Bebustrose. Von einer Sekunde auf die andere existierte die Welt des Hideto Sotobayashi nicht mehr. 50.000 Menschen hatte die Bombe sofort getötet. Ebenso viele starben in den folgenden Tagen. In der Stadt stand fast kein Haus mehr. Zwischen den Trümmern irrten Menschen umher. Verletzte schrien vor Schmerzen, riefen nach Hilfe. Alle Leute ihre eigene Bekannte suchen. Und so wie jetzt Tsunami ähnlich. Solche Stelle jedenfalls suchen. Die meisten der Überlebenden hatten schreckliche Verbrennungen erlitten, waren für ihr Leben gezeichnet. Die wenigen Ärzte völlig überfordert. Niemand kannte sich mit der Strahlenkrankheit aus. Es war die Hölle auf Erden. Diese verletzten Leute, Feuerbrand, Strahlenbrand, bis August, über 30 Grad, 35 Grad, sehr Hitze. Und dann kommt die Fliege kommt und Eier, Maden. Das ist schrecklich. Hideto Sotobayashis Familie lebte am Rand von Hiroshima. Sein Vater und seine Geschwister waren am Morgen des 6. August noch zu Hause. Nur seine Mutter war wie alle Hausfrauen schon früh morgens zum Arbeitsdienst in der Innenstadt abkommandiert gewesen. Ich habe auch meine Mutter gesucht und Bekannte gesucht, alles beide gefunden habe. Besonders meine Mutter gefunden, aber sie konnte nichts bewegen. Und dann zwei, drei Tage später gestorben. Seit über 50 Jahren lebt Hideto Sotobayashi in Berlin, lehrte als Professor für physikalische Chemie am Max-Planck-Institut. Jahrzehntelang hatte er seine Erlebnisse für sich behalten. Aber das Trauma der Atombombe ließ ihn nicht los. Als er jetzt die Bilder aus Fukushima im Fernsehen sah, brachen seine Erinnerungen wieder auf. Hilflos muss er mit ansehen, wie sich nach 65 Jahren wieder eine nukleare Katastrophe in Japan ereignet. Und er fragt sich, ob die Menschheit seit Hiroshima nichts gelernt hat. Ich bin ja Chemiker und Physiker. Deshalb, diese Atomreaktor macht, ob die Atombombe oder Atomreaktor, Plutonium kommt ja aus. Das ist der schlimmste Zustand. Das ist, früher gab es nicht in der Erde. Plötzlich die Menschen hat hergestellt Plutonium. 100 Millionen Jahre muss aufpassen, Strahl. 100 Millionen. Tagelang riskierten die Arbeiter und Feuerwehrleute in Fukushima ihr Leben, als sie versuchten, eine Kernschmelze vielleicht doch noch zu verhindern. Mehrere Arbeiter wurden schwer verstrahlt. Sie waren einer bis zu 10.000-fach erhöhten Dosis ausgesetzt. Japanisches Pflichtgefühl bis in den möglichen Tod. Das ist Kamikaze, ne? Jetzt Japan macht das Kamikaze wieder, ne? Das ist schrecklich wieder, sowas sehe. Alte Erinnerung, das. Die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki haben am eigenen Leib erfahren, was Atomenergie bewirkt. Heute noch träumt Hideto Sotobayashi manchmal von dem weißen Blitz, der für Hunderttausende den Tod bedeutete. Aber es scheint, als wollte die Menschheit die Mahnungen der Augenzeugen nicht verstehen.